Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Icarus. Ja, es ist ein bisschen was passiert. Ich habe mir unter anderem jetzt einen neuen Anzug geholt. Da gab es einen kleinen Fail meinerseits. Ich habe alles rausgepackt, ne? Alles aus dem Inventar, alles hier unten aus der Leiste rausgepackt, nur meine Rüstung hatte ich vergessen. Die musste ich dann nochmal komplett neu herstellen und auch mit neuen Mods versehen. Ja, und ihr seht's, mein Inventar ist voll. Mein Landeschiff ist voll. Ich habe diese komischen Barken hergestellt. Vielen Dank für den Tipp erstmal. Das hat mir sehr geholfen. Denn ich habe jetzt eine ganze Weile bin ich hin und her gelaufen. Es hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Genau, ich habe alles umgezogen. Das ist jetzt quasi, also ich laufe jetzt das letzte Mal rüber. Ich habe eigentlich alles leer gemacht, was wir so brauchen. Ja. Ist eigentlich alles dabei. Ich habe wirklich alles leer geräumt, bis auf das Zeug, was wir sowieso herstellen können, mit zumindest wenig Ressourcen. Ja, das heißt, wir gehen jetzt auf. Auf geht's zur neuen Hütte, beziehungsweise zur neuen Stelle. Da steht ja immer noch nur dieses Betonviereck. Das heißt, in dieser Folge werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen um den Bau einer neuen Behausung kümmern. Und, ja, erstmal alles hinsetzen, was ich so habe an Gerätschaften. Ja, mal gucken, was wir dann brauchen, was ich jetzt quasi dort gelassen habe. Also die Enthäutungsbank zum Beispiel würde ich gerne herstellen. Oben war der Betonmischer, den brauchen wir. Oh, ich weiß gar nicht, kann noch sein, dass ich den mitgenommen habe. Weil der mir zu teuer von den Materialien her war. Genau, also erstmal eine kleine Behausung bauen, alle Gerätschaften hinstellen, gucken, was wir sonst noch brauchen. Und ich denke mal, in den nächsten Folgen werden wir uns dann die Wüste genauer angucken, die ersten, ja, Tiefbauvorkommen sichern, neue Höhlen erforschen, generell das Gebiet neu erforschen. Also, das wird schon nochmal spannend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so in der Phase des Spiels das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, noch so richtig vorwärts geht. Aber so ein Umzug, oh, diese blöden Baumstämme. So ein kleiner Umzug, ja, der tut schon sein Übriges. Ja, ich bin, glaube ich, jetzt, weiß ich gar nicht, war jetzt irgendwie so 2 Tage und Nächte unterwegs. Ich glaube, ich bin dreimal hin und her gelaufen. Ach, hier die Bohre wollte ich noch mitnehmen. Na gut, die kann ich aber auch so nochmal holen. Das ist nicht so wild. Das ist nicht so wild. Weil da dürfte auch noch eine ganze Menge Zeug drin sein, also Gold und Kupfer. Das möchte ich jetzt halt nur ungern liegen lassen. Das ist dann aber nicht ganz so weit weg von der Wüste. Da können wir nochmal hinlaufen. Und wie gesagt, den Rest Kupfer, den Rest Gold abholen, die Windräder und die Bohre. Den Bohrer ganz hier unten oder die Bohrer ganz hier unten im Süden mit den Windrädern, die habe ich so ziemlich mit als erstes geholt, weil die am weitesten weg waren. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, aus der Hütte eigentlich alles, wo ich gedacht habe, okay, das könnte man brauchen. Das habe ich mitgenommen. Ja. Das Landeschiff, das habe ich immer ziemlich nah platziert. Ja, also mit diesen Barken ist es natürlich absolut praktisch. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Das hat mir, denke ich mal, also mindestens 2 oder 3 Touren gespart. Na, 3 vielleicht nicht, aber 2 auf jeden Fall. Das war ein sehr guter Tipp. Vielen Dank dafür. Der kam auch von mehreren. Also ich könnte jetzt nicht sagen, von wem genau. Aber das war, wie gesagt, einer der wichtigsten Tipps bisher in diesem Spiel. Genau. Was ich mir aber gerne noch sagen könnte, ich habe ja jetzt quasi diesen Anzug mit 2 Anzug-Modulsteckplätzen. Was kann ich da genau reinmachen? Also ich hab's quasi mit diesen Modulen hier probiert, die man in die Rüstung machen kann. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Also ihr könnt mir da gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was ich dann
was ich da für Module brauche, beziehungsweise wie ich die freischalten kann. Da würde ich mir natürlich auch gerne noch was reinhauen. Vielleicht noch ein bisschen Kapazität, also Anzugkapazität. Oder Gewicht, oder je nachdem, vielleicht gibt es ja auch was, was Kombiniertes. So, jetzt sind wir auch gleich da. Mittlerweile kenne ich den Weg besser. So, bei den ersten Malen habe ich mich noch echt, so zwei, dreimal verlaufen. Das heißt verlaufen, aber ja, bin halt, war zu weit nördlich, war zu weit östlich. Musste da nochmal einen kleinen Schlenker machen und ja, aber mittlerweile geht's. Aber wir müssen ja auch nicht unbedingt nochmal zurück. Ja. Wir müssen eigentlich nur zurück nochmal zu den Bohrern, zu dem Kupfer- und Goldbohrer. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und ansonsten die anderen Bohrer, das waren alles Biosprit-Bohrer. Ich denke mal, die können wir ja dann, die können wir auch relativ kostengünstig herstellen, wenn wir sie denn irgendwann überhaupt noch brauchen. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Es war auch alles gut. Kasimir hat überlebt. Ne? In der Hütte ist er anscheinend geschützt, weil er halt nicht gesehen wird und dadurch kein Aggro kriegt. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe erst die Befürchtung gehabt, wenn ich das erste Mal wieder hierher komme, nachdem ich ihn da abgesetzt habe, dass sich da irgendein Puma durch die Betonwand durchgebohrt hat und Kasimir gefressen hat. Aber nein, er lebt noch. Er lebt noch. Ah, diese Pumas. Gibt es eigentlich in der Wüste auch Tiere, die man zähmen kann? Also ich habe bisher noch keins gesehen. Also kein Jungtier. Ja, komm. Lass mich einfach in Ruhe. Das? Ach, das ist nur Wildschwein, okay. Hier gibt es Zebras, Antilopen, große Antilopen oder Gnus oder irgendwie sowas. Wildschweine, Elefanten, Pumas, Hyänen, Skorpione, aber alle haben keine Jungtiere. Ne? So. Dann sind wir jetzt da. Ah, eine große Antilope, steht sogar da. Gut, dann werfen wir als erstes die Barke hier hin und Space Lab Commander, wie du gesehen hast, keine Slapstick-Einlage meinerseits. Ich habe es sogar bewusst weiter weggeworfen, weil sowas konnte ich mir schon fast denken. Und nein, absichtlich mache ich es nicht. Gut. Jetzt warten wir, obwohl wir brauchen eigentlich nicht aufs Schiff warten, wir können ja schon mal hier reingucken. Und lagern schon mal ein bisschen was aus. So. Hier sind die Leitungen. Die sind wichtig. Die brauchen wir auch. Und dann machen wir das Schiff noch. Oh, oh. Zebra, Zebra, Zebra. Gegrilltes Zebra. Nein, es lebt noch. Jetzt nicht mehr. Oh, es ist erst Zebra. Okay. Ja, dann nehmen wir das mal auseinander. Ein geselliges, wanderndes Weidetier. Und das Symbol der Savanne. Das brauchen wir eigentlich nicht. Gut. Das nehmen wir auch noch mit. Genau, die Betonmischer hatte ich mitgenommen. Ein bisschen veredeltes Holz. Ich hatte ja so viel veredeltes Holz gemacht. Da war ein ganzer Schrank voll und diese Zimmermannsbank auch noch. Also unglaublich, wie viel Zeug ich eigentlich da hatte. Genau, die letzten Barken nehmen wir natürlich auch noch mit rein. Rohes Fleisch. Ich könnte ja eigentlich schon mal direkt... Muss ich nochmal gucken. Also ich habe hier einfach alles reingeschmissen. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, das irgendwie zu sortieren jetzt am Anfang schon. Ich muss jetzt nur mal kurz schauen. Hier unten habe ich noch was. Das würde ich natürlich auch gern raustun. Das.
Und hier das Fleisch, genau. Das können wir eigentlich schon mal auf den Grill packen. Da haben wir direkt Futter für unseren Biosprit-Komposter. Und habe ich das Landeschiff jetzt leer gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Nicht drauf geachtet. Doch, war leer. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Nee, ich wollte eigentlich nur gucken, ob du... Du hast auch nichts mehr? Und jetzt ist es auch schon 14.27 Uhr. Na gut, es ist nicht so wild. Ich hatte eben hier das Wasserrad reingetan. Das würde ich natürlich super gern direkt platzieren für Strom. Muss im Wasser platziert werden. Kollidiert. Hier. Da kann das hin. Perfekt. So, dann hatte ich ja gesagt, ich möchte gerne hier so an diesem Felsen bauen. Machen wir es mit dem Baum hier weg. Ja, also die bringt, glaube ich, deutlich weniger Holz. Oh, junge Kokosnuss. Okay, vielleicht kann man da draußen noch irgendwas machen. Das weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Genau, hier an dem Fluss würde ich gerne bauen. Also, beziehungsweise an den Felsen über dem Fluss. Muss ich nochmal gucken, wo ich die ganzen Teile reingetan habe oder ob ich die hier alle verbaut habe. Ihr seht, also ich hab wirklich alles mitgenommen. Ich muss nur mal gucken, wo hatte ich denn die ganzen Betonteile und sowas reingetan. Hier sind Glasböden. Davon müsste ich doch aber eigentlich auch mehr gehabt haben, oder? Na gut, vielleicht auch nicht. Stapf, 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 stapf. Genau, also ich würde mir hier vielleicht so eine kleine Treppe dann hochbauen. Genau, so eine kleine Treppe hoch, so dass wir quasi die erste Etage irgendwo hier so ansetzen. So. Ja, irgendwo hier so. Und dann halt, also hier noch mit Beton. Ne? Und ich will mal gucken. Ah doch, hier ist ein bisschen... Ja, da kommt mein Monk raus. Sorry, aber das muss... Das kann so nicht bleiben. Aber hier sieht man schon, ne, man kann hier auch quasi in den Stein bauen. Das ist ja sowas, was der Herr Space Lab Commander gesagt hatte. Dass man quasi ein bisschen, kleines bisschen Gespür dafür braucht, wo hier quasi dann Schluss ist. Da rein kann ich jetzt gar nicht bauen. Okay, na gut, das ist ja nicht so wild. Dann haben wir jetzt zwei da. Dann kommt hier zwei nach vorne. Und dann hier so. Genau, und da würde ich dann die Glasböden hinsetzen. So. Gut. Genau, ach stimmt, die anderen Glasböden sind ja hier noch drin. Stimmt, die hatte ich ja als Dach. Wow, ist gar nicht laut. und Schrägen? Hatte ich keine Schrägen?
Das wäre jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Hatte ich denn keine mitgenommen? Beziehungsweise hatte ich auch gar keine gebaut? Doch, ich hatte doch angefangen. Die sind ja bestimmt irgendwo. Ich habe sie nur übersehen. Hundertprozentig. Die Kiste, die Dinger habe ich erst hingestellt. Ja. Aber doch. Gut, dann. Vielleicht noch einmal. Da fehlt uns dann eins. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Wir müssen dann eh produzieren. Dann würde hier jetzt nochmal eins drankommen. Also, so ein Pfeiler. So. Hier nochmal. Und hier auch nochmal einer. Genau, dann würde ich das Ganze noch eins nach vorn ziehen. Quasi so. Und dann die schrägen dran. Beziehungsweise muss ich da mal gucken, wie viele wir eigentlich machen. Wenn wir jetzt nur so eine Doppeltreppe hier quasi hoch machen. Haben es jetzt 4x4 breit gemacht. Das sollte eigentlich so. Genau, dass wir quasi hochkommen. Dann haben wir unsere erste Etage. Vielleicht machen wir es auch noch ein Stückchen breiter. Das ist auch alles grün. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Es ist halt nur die Frage, wenn ich jetzt noch Wände dran setze. Ist es dann immer noch stabil? Hier machen wir ein Fenster rein. Da müsste ich wahrscheinlich auch eine Wand hinmachen, ne? Da sogar auch noch. Okay, das ist alles, bleibt alles blau. Schön. Dann kommt mit Sicherheit hier ein Fenster rein. Machen wir hier trotzdem noch ein Fenster? Nee, das machen wir dafür hier. So. So. Und so. Genau. Hier ist der Aufgang. Hier ist der Aufgang. Hier würde ich vielleicht sogar schon mal eine Decke drauf machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da vielleicht nicht lieber... Na gut, ich meine, wir müssen uns erstmal schützen, oder? Oh, jetzt ist sie reif. Okay. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Ich würde mal gucken, wegen was wir für Holzzeug brauchen. Vielleicht machen wir die Innenausstattung, also zumindest die Decke und dann die Etage drüber aus Holz. Das finde ich nämlich deutlich schöner, als das ganze Gebäude aus Beton zu machen. Wir müssen aber in die Herstellung dafür. Und zwar brauchen wir dafür Fasern, ja. Fasern sind hier, nun ja, rar. komm mal mit. Stell dich mal wenigstens, geh mal wenigstens hier rein. Habe ich ein paar Fasern mitgenommen? Vermutlich nicht. Aber Holz habe ich mitgenommen. Doch, hier sind ein paar Fasern. Das reicht bei weitem nicht, ne? Holzboden. Hier gibt es noch halbe Holzböden. Holzhälften. Die könnte man bestimmt auch irgendwie benutzen. Und dann vielleicht so eine Terrasse baut oder sowas oben. Oder wie so ein Balkon. Also hier kann ich nur zwei Stück herstellen. Machen wir erstmal.
dann müssen wir mal gucken. Also hier gibt es Fasern. Jetzt habe ich die Knochensichel nicht mitgenommen. Was brauche ich dafür? Knochenmesser, Steinmesser. Was ist denn die Sichel hier? Leder und Knochen. Ich glaube, ein bisschen Leder und Knochen habe ich mitgenommen. Ich muss nur gucken, wo. Knochen? Hier ist kein Leder. Hier ist... Lass mich mal schnell gucken. Auch kein Leder. Hier ist nur gehärtetes Leder. Na gut, vielleicht habe ich es jetzt auch wieder nur übersehen. Es ist durchaus möglich. Dann müssen wir noch irgendwas schießen. Oh, das erste Mal eine Antilope gekillt. Oh, meine Nahrungsbuffs sind ausgelaufen. Genau, dann nehmen wir das mal mit. Das schmeißen wir raus. Das brauche ich eigentlich nicht. So, dann haben wir Leder. Können eine Knochensichel machen. Na, die packe ich mal hier runter. Schon wieder verwundet. Ja, das mitnehmen. Mann. Das sollte jetzt so nicht sein. Was hat das für einen Einfluss? Ich glaube, Gesundheitsregeneration, ne? Okay. Damit kann ich jetzt noch leben. Dann machen wir hier ein bisschen frei. 129. Gut. Dann können wir noch ein bisschen was herstellen. Ein paar davon brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir noch 8. Eine Rampe brauchen wir auch. Genau, wie viele Betonböden haben wir denn noch? Nur noch 3. Na gut, ich könnte das noch abreißen. Da haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Ja. So. Okay, das reicht. Na gut, machen wir mal noch 1. Dass wir das hier wenigstens voll kriegen. Genau, und dann kommt man hier rein. Hat den Fluss unter sich. Kann hier schön rausgucken aus Glasfronten dann. Und... Treppe. Moment, ich mach mal das Licht an. Ich glaube, ihr seht ein bisschen wenig. Die Treppe. Wo machen wir die hin? Naja, der Stein hier ist mir ein bisschen im Weg, ne? Wollen wir das so machen? Da stört uns der Stein nicht so, ne? Ja, da stört uns der Stein nicht so. Das hier wegmachen, kommen wir hier auch perfekt hoch. Genau. Gut, dann würde ich zumindest hier außen ja, perfekt. Einmal da. Noch Betonpfosten setzen. Hier. Und ich kann mir hier hinten auch noch einsetzen für die Optik. Ist ja auch nur
Es ist wirklich rein für die Optik. Da hinten der. Den sieht man sowieso nicht. Schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Gut. Bräuchte ich noch irgendeinen fixen Unterschlupf für die Tiere vielleicht, ja? Was ist da? Ist das ein Zebra? Das ist gut möglich. Die Samen brauchen wir nicht. Das behalten wir. Auch schon eine ganze Menge Holzkohle. Gereifte. Seht ihr irgendwas? Kokosnuss? Nee. Okay. Da passiert also nichts. Aber ich kann sie erstmal da lagern. Das ist, ist auch in Ordnung. Ich mache mal schnell einen Verband. Gut. Dann haben wir unseren ersten, ja, also ein bisschen Rohbau davon. Dann würde ich auch sagen, wir stellen schon mal die ersten Dinger rein. Die ersten Gerätschaften, die wir jetzt so brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall die Glasbank. Wir brauchen die Pumpe. Wir brauchen auf jeden Fall den Betonmischer. Wasserleitung. Stromleitung brauchen wir. Gucken, wo ich das alles hingelagert habe. Ach, Bett erfordert. Erfordert mehr Schutz. Okay, dann mache ich hier einfach mal. Das reicht. Das reicht nicht. Dann brauche ich mehr Holz. Irgendwo hatte ich noch Holz. Hier ist zum Beispiel noch Holz. Dann machen wir noch mal 4. Reicht das jetzt? Ja. Gut, dann sind wir jetzt zumindest ausgeschlafen. Das Fleisch läuft. Wir wollten die Glasfabrik, ne? Gut, den Hochofen, den brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Ja gut, Futterdruck, Wasserdruck. Das könnte ich auf jeden Fall mal platzieren. Dann vielleicht irgendwas reinschmeißen. Der Fabrikator. Werkbank für Glasarbeit. Da haben wir sie doch. Genau, und hier haben wir auch Glas. Gut, 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 gut. Perfekt. Dann brauchen wir die Wasserpumpe. Zebra, okay. Dann brauchen wir die Wasserpumpe. Die kann ja vielleicht ja irgendwo so hin, dass der Weg mit der Leitung nicht so weit ist und dass man das vielleicht irgendwie schick umsetzen können. Dann mal Strom. Ah, jetzt. Okay. Nö. Das ist ja schon. Ne? So weit weg. Okay. Jetzt. F drücken zum Interagieren. Verdorbene Pflanzen. Wo kommen die denn her? Sammelt das automatisch? Ah, okay. Sammelt langsam Objekte, die hineinschwimmen, während es aktiv ist. Wenn sich 50 angesammelt haben, muss es gereinigt werden, damit das Wasserrad seinen Betrieb wieder aufnehmen kann. Okay, interessant. Das wusste ich gar nicht.
Aber gut, man lernt ja nicht aus, ne? Das kann erstmal ins Inventar. Die Sichel eigentlich auch. Die Werkbank und den Betonmischer. Wo packen wir die hin? Lassen wir die hier unten? Als Produktionsgebäude? Was ist denn größer? Das Ding hier. Und den Betonmischer. Okay, der braucht aber auch viel Platz. Oder der Stein hier, der hat doch größere Ausmaße, als ich dachte. Ich muss dann hier natürlich auch irgendwo noch Schränke hinkriegen. Ne, so direkt vors Fenster will ich sie ja eigentlich nicht stellen. Ne, dann packen wir das eine Etage höher. Ja. Leichter Sandsturm. Alles klar. Zu steil und kein Schutz. Auch kein Schutz. Auch kein Schutz. Ah, okay. Können wir noch ein paar herstellen? Nein. Ich brauche Holz und Fasern. Ah, ich weiß auch nicht, mit was ich zuerst anfangen soll. Ich meine, wir können es ja erstmal hinstellen und am Ende können wir es ja auch wieder umbauen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Dafür auch nochmal. Perfekt. Das Ding läuft. Bin ich hier geschützt? Nee, gell? Sturmexposition. Nimmt das zu? No shelter. Hm. Was brauchen wir für Betonmischungen? Obwohl, die habe ich, glaube ich, mitgenommen. Also Betonmischung habe ich definitiv nicht stehen lassen. Vielleicht kann ich auch schnell mal oder einen Wassertrog hier hinsetzen. Genau. Und wir packen mal ein bisschen Wasser rein. Und tschüss. Genau, machen wir mal ein bisschen Wasser rein. Aber gut, zum Essen haben wir jetzt nichts dabei. Leiden unsere Holzschränke auch noch. Ah, es ist so ärgerlich. Warum müssen denn hier ständig Stürme kommen? Furchtbar. Furchtbar. Nein, ich bin einfach nicht gut genug vorbereitet. Wie immer. Das ist ja nichts Neues. Fasern habe ich auch nicht mehr. Gehen wir mal schnell Fasern holen. Oh, es ist auch verdammt heiß. Damit wir vielleicht wenigstens wenigstens unsere Tiere erstmal in Sicherheit bringen können. Und unsere Schränke.
Die sollten nun nicht unbedingt kaputt gehen. Gut. Okay, lebt alles noch. Lebt alles noch. Sehr gut. Ah, die Hütte ist nicht so gut isoliert, habe ich das Gefühl. kann natürlich mit dem Holzdach zu tun haben. Und ich sehe gerade, oh, wir sind schon bei über 30 Minuten. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch diese gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Und ansonsten sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.